Hallo, liebe Abgefahren-User. Heute wollen wir euch ein neues Spiel vorstellen von Gameloft. Asphalt 6 Adrenalin. Und die ersten paar Sekunden lassen wir euch mal mit dem Intro alleine, damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt, was für sportliche Autos euch da alle erwarten. Ja, wie ihr seht, geht es hier mächtig zur Sache. Der Fokus liegt eher auf Arcade-Action als auf Simulation, wie zum Beispiel im neuen Real Racing 2. Kostenmäßig liegen wir bei 5,49 € sowohl für das iPhone als auch für das iPad. Leider keine Universal-App, obwohl beide Versionen baugleich sind. Wir schauen uns hier an dieser Stelle mal die HD-Version an. Und werfen allererst mal einen Blick in die Optionen, wo wir neben Sound, Sprache, Darstellung auch die Steuerung einstellen können. Wir empfehlen euch entweder Steuerungsmöglichkeit A oder B, wo ihr den Bewegungssensor ausnutzt und das iPad wie ein Lenkrad bewegt. Da wir das im Video hier allerdings nicht tun wollen, wählen wir mal die Steuerung D, wo wir rechts und links auf dem Bildschirm drücken, um zu lenken und unten zwei Tasten zum Bremsen haben. Gas wird automatisch gegeben. Ja, Spielmodus. Haben wir einmal hier oben Karriere mit 55 Events, die ihr bestreitet. Ihr sammelt Geld, ihr sammelt Erfahrung, kauft euch neue Autos. Dann haben wir das Freirennen. Es ist eigentlich nur ein schnelles Rennen, wo ihr mal eben eine Runde drehen könnt, und einen Mehrspielermodus, in dem ihr online oder im lokalen Netzwerk gegen bis zu 5 Freunde antreten könnt. Wir starten jetzt einfach mal so ein Freirennen. Da kann man sich die Strecke auswählen. Wir haben hier erst 3 Stück freigeschaltet. Es gibt allerdings jede Menge. Es müssten, glaube ich, 11 Stück sein. Wir fahren einfach mal hier in Frankreich. Man hat die Auswahlmöglichkeit zwischen 4 verschiedenen Rennen. Modi, einmal Normalrennen, wo es natürlich darum geht, als Erster ins Ziel zu kommen. Im K.O.-Rennen scheidet nach jeder Minute ein Gegner aus, jeweils der Letzte natürlich. Dann haben wir noch alle besiegen und einen Sammler, wo ihr auf der Strecke verteiltes Geld einsammeln müsst. Wir machen ein Normalrennen und können dann hier aus unseren Autos wählen, die wir natürlich aus allen Blickrichtungen begutachten können. Die Autos unterscheiden sich in Tempo, Nitro-Tempo und natürlich im Handling. Allerdings das Fahrverhalten an sich auf der Strecke ist recht ähnlich. Also man merkt da keinen großen Unterschied zwischen einem Sportwagen und hier so einem kleinen Flitzer. Die Sportwagen müssen wir natürlich erst freischalten. Sobald ein Auto freigeschaltet ist, haben wir diverse Tuning-Möglichkeiten. Zum Beispiel hier könnten wir so ein Motor-Tuning schon veranlassen, um etwas mehr Leistung zu bekommen. Wir können das Auto auch ansprayen und so weiter und so fort. Wir nehmen einfach mal, wir machen nochmal hier so ein Tuning, schauen, was es bringt. Kostet uns $500 und wir sehen, dass wir schon 10 km/h mehr haben. Ne, war gar nicht, ne? Wir schauen einfach mal. Auf geht's ins erste Rennen. Jetzt sind wir in Nassau, obwohl ich eigentlich in Frankreich fahren wollte. So, los geht's. 5 Gegner sind auf der Strecke. Etwas weniger als zum Beispiel Real Racing, wo wir bis zu 16 Autos auf der Strecke haben. So, hier geht's direkt los. Jetzt muss ich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Oben habt ihr die Geschwindigkeitsanzeige, noch ein HUD mit einigen Informationen. Und solche Unfälle sollte man nicht bauen, da kriegt man auch Geld abgezogen. Dafür gibt es aber auch hier Abkürzungen, die wir nehmen können.
Ja, rechts hier der Nitro-Button für einen Geschwindigkeitsboost. Oben sehen wir die Leiste, wie stark er aufgeladen ist. Aufladen kann man ihn, indem man hier die Objekte einsammelt. Wir müssen erstmal schauen, dass wir wieder aufholen. So, da geht's richtig zur Sache. Hier kann man also auch die Kisten umfahren, Abkürzungen nehmen, Geld einsammeln und hoffentlich dann irgendwann, da hinten ist der fünfte, wieder jemanden einholen. Natürlich immer mit beherztem Nitro-Einsatz. Und Gegner kann man auch mit der kleinen Kiste aus dem Weg räumen. Zack, und der nächste. Das hat uns richtig Kohle eingebracht, sehe ich gerade. Wir werden gleich mal noch schauen, was uns das im Shop bringt, ob wir uns da neue Autos schon von kaufen können. Jetzt geht es erstmal darum, dieses Rennen hier zu beenden, möglichst als Sieger. Nochmal schön den Boost einsetzen. Ein bisschen heben wir uns auf gleich. Zack. Da haben wir ihn. Was ist denn das? Ein BMW? Audi? Ein Audi. Kurz selbst die Kontrolle verloren. Aber die letzten Meter und das ist der Sieg. Ja. Am Ende kriegen wir unsere Kohle. Hier haben wir insgesamt 80.000 Dollar gesammelt, also das geht recht schnell. Wir haben jetzt schon 114 auf dem Konto und gehen mal zurück ins Hauptmenü und schauen nochmal, was wir uns da jetzt Schönes kaufen können. Ah, gut, dieser Tesla und wahrscheinlich auch die nachfolgenden Boliden sind noch gesperrt. Da brauchen wir mehr Sterne für, die wir im Karrieremodus erwerben können. Ja, abschließend noch ein kurzes Fazit. Die Strecken sind abwechslungsreich, natürlich alle sehr vollgaslastig. Es ist auf Arcade ausgelegt. Ihr räumt Gegner aus dem Weg, ihr sammelt Geld ein. Es macht Spaß. Was uns ein bisschen stört, ist, dass es mal wieder keine Universal-App ist. Aber 5,50 € geht durchaus in Ordnung.